So, hallo ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Diana Scholz auf der Suche nach dem Damentarn. Mein Name ist Justus König, ich bin als Diana Scholz Damentarn, mein Merker, der Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Wie ihr es hören kann und sehen könnt, befinde ich mich in einem Backhaus des alten Schlosses in Bad Mergentheim, heute am Freitag nach der Arbeit. Und habe hier geparkt. Und ihr könnt das Video sehen, wie ich von hier aus rausgehe. Zum Schloss über den Markt, also über die Altstadt. Wir laufen schöne Altstadt mal, eine Fachwerkhäuser, also schöne Fachwerkhäuser sieht man, und die Geschäfte, da gehe ich am Müller rein, der echt gut ist, und dann ist schon das Schloss. Und vor dem Schloss ist noch so ein cooler Kundenladen mit einem echten, einzigartigen, bayerischen Superhelden. Mehr will ich nicht sagen, schaut einfach das Video an. Leise ist hier laut, hier auch zwei runter und rein. Jedenfalls. Dann nach dem Schloss rein, bis zum Kurgarten vor und dann wieder zurück. Und da ist auch noch das Winterzauber von Radiotor. Heißt, da hast du so ein kultiges Dorf aufgebaut mit Schlittschuhbahn. Das größte Schlittschuhbahn hier in der Region heißt das, von Radiotor. Im Schloss. Ja, im Schloss. Also nicht im Schloss, in drinnen, im Hof. Gut, viel Spaß beim Zuschauen, danke, dass ihr einschaltet für Pop Action. Let's play videos, sagt mir Justus, over and out. Yes. Let's play video. Go, go, go. Ah. Auto ist ja geparkt. Alles wird abgepackt. Ausfahrt. Ausgang. Ja, keine Ahnung. Ah, da ist eine Kasse. Jetzt auch eine Toilette. Ja. Wir sind P3. Schnell gemerkt. P3. Das ist P1. Draußen. Gut. Gut, aber wie zahlt man dann hier? Ich würde es da unten ist, gleich da Automaten bezahlen. Na, ja, das ist alles Schloss. Zum Anschluss. Ah, die Stadt, gut. Thank you.
Lager ist drin. Nächsten Trinks. Oh, Kasse P1. Andere Automat. Das andere Auto noch. Andere Paar. So sind wir hier. Ne? Altstadt. Das sind echt saubere Toiletten. Wenn noch Reifen drin haben. Oh, da machen wir noch hin. Kirche offen. Kann man reingehen. Na klar, müssen wir dann mit Zwerg nehmen. Was? Und dann können wir rein. Neue Klimatechnik, bitte. Nicht offen stehen lassen. Gut. Schön. Das ist hier. Oh, könnte mal so, gibt auch schöne Orte und schöne Kirchen. Hier können Sie mich sagen, hier ein Museum aufgebaut. Keine Ahnung. Hier war es auch schön gemacht. Filme du mal, ist klar, wieder GoPro wieder. Das sind nämlich hier Gemälde und Platten. Und das ist dann der Hof. Hoch in der Kirche oder was? Gut. Ich glaube, das sind vielleicht so. Ach, das sind Platten, da kann ich nicht aus. Schaut aus wie ein Grabdeckel.
Schön. Schöne Kirche. Wenn du reingehen möchtest, kann ich auch rein. Oh, da ein Müller. Da gibt es einen Müller. Und eine Bücherei. Cool. Dann krieg ich jetzt mal Müller rein. Jo, da haben wir's. Woken? Ne, hast du. Gut. Muss man nicht. Geh weiter. Das WC, Kultur vom Rum. Und das ist dann die Altstadt. Altstadt von Bad Mergentheim. Das war die Kirche. Ja, schon mal hier, aber nachts. Da gibt es hier Läden. NKD. Ein Brunnen. Das ist. Rathaus ist auch schon. Askeller. Ochsengasse. Das ist ja interessant. Das muss wahrscheinlich mal Platz sein. Und das Wappen. Altes Rathaus. Oh, schöne Fachwerkhäuser. Das
jetzt mit dem Schäfer. Das ist ein altes Schloss. Nur gucken. Schön. Sehr schön hier. So, der Müller ist echt gut. Da ist Eingang und da ist Eingang, geht hinten rein, geht runter. Da ist dann Drogerie, oben ist dann Spielwaren, ja, DVDs, Spielwaren. Die haben schon Faschingskostüme und Halloween-Kostüme. Genug DVDs, CDs, alles ist oben. Computerspiele, Xbox, PlayStation. Unten ist ein Putzzeugkeller. Das ist. Die haben viel. Dieser Müller hat viel hier in Bad Mergentheim. Und der Bedienung ist dann. Also, Personal ist sehr nett und freundlich. Cool. Und die haben gesagt, da gibt es so ein. Das ist ein Heftchen von Müller. Da muss man ab 10 Euro kriegt man so einen Aufkleber. Da ist ein Blümchen drauf. Also, das Wappen von Müller-Zeichen. Und wenn man das voll hat oder was, dann hat man 10% beim nächsten Einkaufrabatt. Das haben die in Kitzingen und Witzburg nicht gesagt, der Müller. Gut, und da haben wir dann das Schloss. Das Schloss. Das ist ein Schloss Bad Mergentheim. Das ist schön gemacht. Burgapotheke. Ja. Ach, da war der Weihnachtsmarkt. Der Drückheit, Könige. Boah, so ein alter Briefkasten. Alt gemacht. Gut. Das sind die drei heilige Könige. Das wird bei euch, das drei heilige Könige schwimmen. Und fällt aus durch Hochwasser. Comics. Lundkreis und Nachhilfe. Ein Comicland oder was? Was ist das für ein Comicland? Ah, oh, cool. Das kann ich gar nicht. Schön. Shark Farmer.
kenne ich auch gar nicht. Drachtmann. Drachtmann. Der erste Ausgabe des bayerischen Superhelden erschien 2017 nur zur Münchner Comic-Con und wurde zum größten Erfolg von Autor und Zeichner Chris Kloiber. Chris wollte einen Superhelden-Comic zeichnen, aber nicht mit einem beliebigen Helden, der in den USA für Gerechtigkeit sorgt, sondern es sollte etwas anderes sein. Etwas Heimatverbundenes. Als gebürtiger Münchner, der mit der Tradition und mit dem Lebensgefühl Bayerns aufwuchs, kann dann die Idee, einen bayerischen Superhelden zu zeichnen. Drachtmann wurde geboren. Erlebe die Abenteuer des Hauptbayers in seiner Comicserie erhältlich auf Bayerisch und Hochdeutsch. Cool. Was ist das? Seit 2008 buchtet Autor und Zeichner Chris Kloiber einen eigenen Verlag Comics, die er selber gerne lesen würde. Dabei spielt das Genre keine Rolle. Es zählt nur der Spaß am Medium. Von Kids Comics, Mystery, Action bis hin zum Superhelden ist alles dabei. Mit nationalen und internationalen Künstlern arbeitet Chris zusammen, um Ideen für coole Comics umzusetzen. Schaut vorbei, vielleicht seid auch ihr Pelm Pelm. Wo? Sehr cool. Ja. Ja. Oder hier gibt's nur Comics von Comic Verlag. Das ist echt cool gemacht. Drachtmann. Cool. Das muss ich mal mitnehmen. Drachtmann. Das ist cool. Keine Angst. Ich bin zwar laut, aber ein lieber Hund. Aufpassen. Hund ist hinter Gitter. Okay. Aber das ist echt cool gemacht, Drachtmann. Wie Batman und Robin. Superman und Supergirl. Schaut aus wie Captain America. Cool. Wir können das. Der Drachtmann. Da gibt es sogar eine Figur, Drachtmann. So, das ist der DVD-Box drin, ne? Ich habe den Comic noch nie gesehen, aber ist cool. Der Drachtmann. Eigene Flagge. Cool. Und die Öffnung seit Montag bis Samstag von 11 Uhr bis 14.30 Uhr. Bei Versandtagen sind wir so meistens sind dann leider nicht geschlossen und auch und Montag geht sogar. Cool. Dann ist echt cool. Davon. Ja, man kann einen Daumen hoch machen. Ah.
Komm mal schon da hin. So, dann schauen wir. Cooler Comic-Laden mit einem echten bayerischen Superheld, selbst ausgedacht, ein Münchner. Ja, der bayerische Captain America oder bayerischer Superman oder bayerischer Captain America. Also cooler, ein sehr guter, cooler Laden hier in Bad Mergentheim im Schloss. Ja, voll cool. Gefällt mir. Echt cool. Das müsst ihr mal anschauen. Echt bayerisch. Ich habe noch nie so einen bayerischen Superhelden gesehen. Gibt es da eine Figur zu Comics? In Deutschland produziert. Von einem Münchner. Der die Tradition liebt, die bayerische Tradition und das Heimatgefühl hat. Bayerisches. Wie hat der Papst damals gesagt, der Benedikt, wo einer da aus Bayern einer gefragt hat, wie schaut das Paradies aus? Also hat er gesagt, das Paradies sieht aus wie meine Heimat, Bavaria, Bayern. Justus over and out. Ein schöner, cooler Laden hier. Da haben wir ein Schloss. Wir sind dann nur aus dem Stadtbereich unterwegs. Ja. Nur im Stadtbereich. Da war es irgendwas. Ja. Da ist irgendwas los. Ein Schlossgraben. Ein Schloss. Eisbahn. Unser Zauber. Thank you.
Wunderzauber. Ist das nicht schön? Gut. Schönes Musik. Schönes Lied. Der Winterzauber ist sehr schön gemacht. Das ist es ja. Hüttendorf. Winterzauber, das ist es ja. Hüttendorf, ohne Hüttendorf. So, das ist der Winterzauber. Radioton. Beratungsstand. Was ist das hier? So unten. Das ist cool. Das ist cool. Echt cool, dass wir sowas machen. Na, cool, du. Alle Filme. Ja, das ist schon vorbei. Lauf nur im Schloss rum. Mehr auch nicht.
Dunkel. Ja, schön hier. Super schön hier. Ja, dann geht's auf der anderen Seite raus. Kurpark. Also das ist ein Winterzauber, finde ich gut. Schlittschuh fahren. Ist echt gut gemacht. Der Brunnen. Der Wappen. So, ihr lieben Leute, jetzt sind wir hier durchgelaufen. Ich laufe wieder zurück. Hier. Jetzt laufen wir zurück. Das ist nur der Gurgarten. Da hinten ist irgendwo der Bahnhof, glaube ich. Selber Bahnhof. So, und da wieder Winterzauber. So. Winterzauber. Das ist ein Golden. Ja, schon. Ja, voll los. Voll viel los. Geht's denn auf? Da geht's ja schon auf. Jetzt können wir am Schluss wieder raus. Jo. War das schön? Das Schloss. Der Winterzauber. Sehr schön. Wir sind zurücklaufen zum Auto wieder. Ich hab noch einen Würzburger Termin. So. Viele Geschäfte haben wir hier. Klamottenkleider, Schmuckgeschäft, Brillengeschäft, Drillern.
einen Schuhladen, einen besonderen Fahrrad. Buchhandlung. Sehr nah. Bäckerei. Gut. Jetzt sind sie gerade um. Der Laden ist gerade geschlossen. Umgebaut. Jetzt sind wir auf dem Marktplatz. Schön. Das Rathaus. Nochmal Apotheke. Ein Stück. Ja, schön gemacht. So. Ach ja, wir haben vergessen, die Portionstafel hier von der Marienkirche zu sagen. Hier, das ist die Marienkirche. Deutsche Stift hier von Dominikanerorden erbaut. Beginn der Kirche um 1312, des Chores um 1333. Im Inneren Grabmal des Hochmeisters Walter V. Grundberg. Amtszeit 1527 bis 43. Aus der Werkstatt Peter Fischers, in einer älteren Kapelle befindet sich wertvolle Fresken, keine Ahnung, was ist das, aus dem Ende 1300. Der Kirche ging der Schlussbau Ende 1300 voraus. Marienkirche, keine Ahnung, was dann ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist das so die Portionstafel in der Kirche. Und da war der Hintereingang. Der andere Eingang. So. Ah, das ist hier der Trachtenverein, oder? Nee. Sängerkranz. Sängerkranz. Nee. Gut, selber kannst. Was merken kann. Gut. Das sind die Toiletten. Da ist Mann, da ist Frau. Und da ist immer das Parkhaus. Und ich habe ganz vorne geparkt. Es wird auch langsam dunkler und wir waren
Sollimaterne. ja, die Sollimaterne ist heute. Da ist unten ja was los. Da ist halt ein Shuttle, da muss man gut da parken, da fährt der Shuttle dahin, weil auch der Zirkus ist und der Zirkus hat einen Parkplatz von Sollimaterne 2, ist dann privat. Wenn man Tropfen parkt, ohne Zirkus besucht, kostet es 45 Euro Strafe. Und wir sind hier, Deutsch, Orten, Schloss oder Museum hier oder da. Waren wir vorhin, altes Rathaus, Würzburger Straße. Ja, Informationstafel mit mir hier. 1, 2. Gut. Ja, wir sind dann. So, hätte man hinten drauf können. So, so und so. Da ist das die Ding. Und das sind wir. Das Parkhaus. Das ist Parkhaus. Und da bin ich runtergelaufen. Ja, vorausbezahlt nicht vergessen. Das war die Einfahrt, oder? Ach, keine Ahnung. Ach, was ich gönn. Ich muss nur 1 Euro zahlen. 1 Euro. Ich hab gezahlt. Gute Fahrt. So, man muss einfach nur sein Kennzeichen hier eingeben und dann. Das kann man schon zahlen und ich habe hier 1 Euro bezahlt. So. Und wir waren P3. Falls man es immer vergisst, wo man ist, einfach fotografieren. Und da steht das Auto schon. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ja, und so weiter. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Einschalten und werde es bald wieder. Liebe Zuschauer und Zuschauer, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen Feiertag, der morgen am Samstag ist, der die Heiligen Drei Königs der Feiertag. Das ist aber nur in Bayern und noch in anderen Bundesländern, denn morgen in Frankfurt ist Hessen, glaube ich, und das hat keinen Feiertag. Morgen. Nur in Bayern. Und es ist, und am Montag ist auch Boston, da ist dann. Das ist ganz Bayern, ganz Deutschland ein Streik von den LKWs und von diesen Bauern. Ja, da gibt es was Wichtiges. Müsst halt rechtzeitig irgendwie zur Arbeit kommen. Weil das ist, wenn es verpflichtet zur Arbeit zu kommen, wenn nicht kommt, wegen das, könnt ihr eine Abmahnung geben. Just so und out. Ciao, ciao, bye, bye, auf Wiedersehen. Bis dann wieder. Ciao, ciao.
5 Freunde.